Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und ihr seid in Folge Nummer 119 auf Avorion oder in Avorion. Ja, wir hatten letztes Mal zwar ein Ziel schon ausgesucht, ich bin aber glaube nicht mehr gesprungen. Das war hier. Lass uns da mal hinfliegen nochmal und schauen, was wir da machen können. Ein Cooldown ist allerdings noch am Laufen, aber wir können ja da hinfliegen, dann geht das schneller. Dann machen wir das und nach dem Intro gucken wir uns den nächsten Sektor an, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir. Hier soll es irgendwas geben, was interessant ist. Und das da ist doch ein dicker, fetter Asteroid, oder? So sieht's aus. Dann fliegen wir dahin und nehmen den mal ein. Müssen wir überlegen, was wir damit machen, ob wir den verkaufen oder ob wir schauen, dass wir den zur Mine umbauen. Okay. So, jetzt ein bisschen vorsichtiger, dass wir nicht da reinknallen. Da ist es. Interagieren, einnehmen. Meilenstein freigeschaltet. Beanspruche einen riesigen Asteroiden. Habe ich gemacht. Und dann Asteroid verkaufen. Ergibt für die Uim Tuim oder die Odeowotwe einmal 6 und einmal 3. 6,5 und 2,8 sind es richtig. Und da sind wir ja schon gut Freund. Der wird so richtig Kohle für kriegen. Gut, dann schauen wir gerade mal rein. Ne, das war falsch. P ist richtig. Hier sind sie. Also das wäre die Einheit. Das würde 26,5, 27 ergeben. Und bei denen war das. Da sind wir schon gut mit. Wird es dann auf 40 hochgehen. Also der nächste Sprung ist hier zwischen 30 und 80. Also das wäre beides jetzt nicht so interessant, weil wir kriegen keinen Sprung hin. Ja, dann würde ich sagen, überlegt euch das mal, was wir damit machen wollen. Thomas, mach mal irgendwie einen Kommentar darüber, ob wir das dann einnehmen mit einer Mine oder ob wir es dann doch verkaufen wollen. Ich lasse den jetzt erstmal hier und ja, schauen, dass wir hier. Gibt's ja glaube nichts, ne? Gucken wir mal gerade. Ne, hier ist nur unser Schiff und sonst nichts. Dann gehen wir auf die Karte. Und da waren wir, okay, dann müssten wir jetzt mal schauen. Ja, hier gibt es noch mehr Massesignaturen, ne? Ist klar. Da gibt es einen Notruf. Vielleicht ist das ja unser, wie heißt da? Voltan. Dann fliegen wir doch mal dahin und gucken, ob der das ist, ne? Oder? Jetzt müssen wir nur schauen. Wie sieht unser Schiff denn aus? Also dafür brauchen wir ja, um Sachen hier rauszubauen. Nein, das war wieder jetzt darum verkehrt. Wenn wir hier was rausbauen wollen, das ist ja alles verankert, dann müssen wir ja einen Ausrüstungsdock haben, um das auszubauen. Also das ist jetzt nicht so die Geschichte, dass wir da sofort so hinfliegen, denke ich mal, oder? Obwohl ich glaube, dass wir ihn auch so kaputt machen könnten, aber ja. Lass uns erst noch ein anderes Ziel aussuchen. Wir fliegen mal dahin und hoffen, dass da eine Station ist, die wir brauchen können. So, einmal da. Abkühlzeit ist auch vorbei, wunderbar. Auf, los geht's los. Gucken wir rein im nächsten Sektor. Kostet Energie, Torpedos zu lagern. Antimaterie-Torpedos, okay. Ja. Botan ist dann derjenige, den wir als nächstes haben wollen. Diese Ausflüge wegen, sag schon, unserem Jäger. Teil da war jetzt auch nicht so prickelnd, glaube, ne? Naja. Gibt's hier Tore? Eins. Zum Beautiful Future geht's da.
Und eins geht auch noch mal da. Dann würde ich sagen, ist das das, ne? Aber da können wir auch ins Tor fliegen, oder? Da oben ist eins. Ost, Südost. Und das zweite Tor ist da unten. Das wird dann das nördliche sein, ne? Genau, Nord-Nordost. Dann fliegen wir da doch mal hin. Und springen durchs Tor, oder? Hier sind natürlich so ein paar Asteroiden in der Gegend, ne? Das ist sehr neblig. Aber ich glaube, ich fliege gerade dran vorbei, ne? Passiert nichts. Da ist das Tor. Sabot. Torpedos haben einen pinken Sprengkopf und können Schilde durchdringen und sie mit starken Schaden und Hülle anrichten. Okay. Schauen wir mal. Gibt es hier einen Ausrüstungsdock? Nein. Tora 2, Nord-Nordost. Wahrscheinlich das da. Genau so ist es. Also geht die Reise dahin. Okay. Ich glaube, es ist kein Asteroid in der Nähe, den wir rammen können. Das funktioniert. Torpedoschweif haben die gleiche Farbe wie der Sprengkopf. Hier ist noch eine Kreuzung. West, Süd, Südwest und Südost. Hier ist jetzt aber blöderweise nichts. Ja. Ich könnte natürlich auch das Tor nehmen, ne? Komm, wir nehmen das Westtor, weil es gerade hier um die Ecke ist. Brauchen wir nicht springen, macht keinen Sinn. Der kühlt da oben auch noch ab, ne? Der Sprung. Ja, mal gucken, was es in dem Sektor gibt. Ausrüstungsdock, sehr schön. Dann gucken wir uns das doch mal gerade an. Geschützturmkontrollsystem. Generatorverstärker, Hüllraumverstärker, Bergbausystem, Aufdeckradarverstärker, Handelssubsystem, Geschützkontrollsysteme und Schildbooster und Abschirmer. Okay, nichts, was wir bräuchten. Zeit läuft noch. Vielleicht sollten wir hier die Karte mal kaufen, oder? Aber können wir nur kleinere kaufen. Ich muss an der Station gedockt sein. Alles klar. Wir müssen da ja so wie sehen, weil wir gerade unsere Waffen noch umbauen wollen. Dann tun wir das mal gerade. Schauen wir mal gerade rein hier. Ne, lass mal erst da gedockt sein. Okay, wir haben 2681 Beziehungen verschlechtert durch diesen kleinen Kratzer. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ja, gucken wir hier nochmal rein. Doppelmining-Geschützturm. Ja, hier hatten wir ja durchgeguckt, ne? 15 Minuten sind das hier noch, die hier das läuft. Da war jetzt nichts bei. Gut. Was haben wir hier? Gegenstände zurückkaufen. Verkaufen. Vielleicht sollten wir mal was loswerden hier.
Und so viele Sachen, ne? Erstmal letzte Seite hier. Transporter-Software. Weg damit. Handelssystem. In Weiß braucht man nicht. Das ist Xanion. Das ist vielleicht noch ganz nett. Doppel-Eisenbergbau bringt nichts weg. Das ist Nanoid. Das geht noch. Erdbergbau, Erdbergbau, Erdbergbau. Präzisions-Plasma-Geschützturm. Weg. Der hat eine schöne Reichweite. Das waren erst Bergbauer. Die wollen wir behalten, alle. Der hat eine tolle Reichweite. Der ist ein Doppelgravitationsgeschützturm unbewaffnet. Da können wir den auch einsetzen, ohne dass wir welche Slots brauchen, sozusagen. Der kann eigentlich weg. Ist allerdings aus Trinium, ne? Ja, aber trotzdem hier. Zack, weg. Den haben wir gleich zweimal. Okay, dann eine Seite vor. Kanonengeschützturm, Nanonit. Der hat eine gute Reichweite, lassen wir. Transporter-Software in Blau. Brauchen wir auch nicht. Regenerierender Beschützer. Schildwiderstandskraft plus 39.500. Rate plus 9%. Den lassen wir noch. Scanner Booster. 66%, aber unsere ist schon eine gute Reichweite. Aber wir können das ja woanders einbauen, ne? Das hier ist doch nur ein, aber das ist ein Xanonit, deswegen behalten wir das noch. Gefechtsgeschützkontrollsystem. Ja, das kann weg. Gibt's auch zweimal. Beschleunigungsantriebssystem ist aber zu schwach. Tech-Frachtraum-Erweiterung. Frachtraum plus 138. Festinstallation wird es noch mehr. Innen ist es viel größer als außen. Weg. Geschützt, das ist zack, zack, zack. Obwohl, ich könnte die, hätte die aufwerten können, die blauen gerade. Das sind alles Errors. R. Das ist ein Xanion, deswegen bleibt das noch. Distanzlaser, der hat keine Reichweite so hoch. 7er. Könnte ich eigentlich auch wegschmeißen, oder? Der Dreifach hier kann auch weg. Kanonengeschützturm, der hat eine gute Reichweite. Plasmahüllenpolarisierer. Hülle 30%, Schwäche gegen plasmahaltende Schaden, 229 Energieverbrauch. Naja, das brauchen wir auch nicht weg. Das ist so ein Detektor. Da haben wir jetzt ganz viele von, ne? Drei Stück an der Zahl hier. Reichweite 9,7, die haben 10. Das heißt, der könnte eigentlich weg, oder? Und der hat auch 10,98. Ich glaube, da kann man auch nur für den interessante Weg gefunden. Ein einziger, der kann nur einmal installiert werden. Das heißt, ja, okay, wir haben mehrere Schiffe, könnte man dann auch. Aber wir sind in anderen nicht unbedingt drinnen, ne? Dann lass uns den unteren verkaufen. Scanner Booster. Scanner Reichweite plus 130. Erhöht die Distanz, aus der du Fracht, exakte HP etc. andere Schiffe siehst. Okay, das lassen wir erstmal. XA-Bergbau-Subsysteme. Okay, die wollen wir irgendwo anders einbauen. Traktor-Schral-Upgrade. Schnapp sie dir alle. Okay, lassen wir. Kontrollsystem, aber in einer passenden Farbe. Das bleibt erstmal alles. Der Tesla-Geschützturm, der hat hier zwar... Nee, Dreier-Reichweite. Weg damit. Bergbauer... Die sind beide unbewaffnete, die können wir dann behalten. Hier haben wir die Fraktionstorkarten. Was? Wieso sind da so viele?
Die Upicom. Okay, von ganz vielen verschiedenen. Weiß ich, wo ich die gefunden habe. Die sollten wir dann mal nutzen, oder? Konstruktionspunkte. Das behalten wir. Das behalten wir auch. Schnellbatterieaufladerate plus 30%, Energiespeicher 73. Wenn es fest einbauen, wird es noch viel besser, ne? Da gibt es auch noch einen zweiten von. Der Geschützturm von Tesla. Ah, das ist jetzt auch kein dolles Ding, ne? Tech 18. Das ist Tech 4. Ich glaube, den verkaufen wir, der taucht nicht. Das weiß ich noch nicht. Bewaffnet 575 Elektronstein. Kein Schadengegenstein, okay. Ist jetzt, glaube ich, nicht so der Wumme Gerät, oder? Ja, und die beiden, die lassen wir mal besser da, ne? Okay, dann sind wir erstmal was losgeworden. Jetzt gehen wir nochmal hier rein und lösen was raus. Den brauchen wir. Das sind bewaffnete Geschütze plus 7. Das sind bewaffnete Geschütze 7. Das Handelssystem. So, hier ist eine Sprungreichweite 11 und da auch 11. Ich glaube, wir nehmen den auf jeden Fall raus. Und müssen den dafür reinbauen, ne? Und dann fest installieren. Bewaffnete Autogeschütztürme. Unbewaffnete? Bewaffnete. Zähne. Okay. Dazu, der Rest passte schon. Was ist das? Für beliebige Geschütze, okay. Hier sind die unbewaffneten für beliebige Geschütze, okay. Für Defensivgeschütze. Da haben wir schon was drin sitzen. Okay, der ist gegen Splitterraumjäger und so weiter. Gut. Lass mal nochmal reinschauen. Sind alle Slots drin, ne? Den würde ich ja gerne reinbauen wegen, ne? Dann erkenne ich, wo was ist. Aber was willst du dafür rausbauen? Boni aktiv. Wirtschaftsscan-Reichweite 20, okay. Nee, dann lassen wir das mal. Dann bleibt der Detektor draußen. So, das haben wir. Jetzt bedeutet das, wir gehen hier hin und schauen zu, dass wir die eine oder andere Wumme da noch mehr reinbauen, ne? So, Seltenheit. Tech. 35. 18, 18. Das ist der R-Bergbau. Das sind alles Bergbauer, die sind erstmal unwichtig. Kanonen, Geschützturm bewaffnet, Reichweite 16. Der wird eingebaut. Was haben wir hier? Raketengeschützturm bewaffnet. Bauen wir erstmal rein und muss mich nachher wahrscheinlich noch entscheiden, was ich wieder rausbaue. Das Bergbauer, Kanonengeschützturm bewaffnet. Der kommt dahin. Das war ein Bergbauer, das auch. Auch ein Bergbauer. Tesla-Geschützturm bewaffnet. Doppeltitan-Bergbauer. Bergbau,
Das ist ein unbewaffneter Gravitationsgeschützturm. Das ist ein Bergbauer. Auch ein Bergbauer. Bergbau. 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 Da ist noch so ein Doppelgravitationsgeschützturm. Der kommt dahin. Das war der Bergbau. Und das hier ist ein Doppelgravitationsgeschützturm. Noch einer. Dann haben wir doch erstmal alles, oder? Was haben wir denn hier noch? Geschützturm Designmodus öffnen und eingebaute Geschütztürme als Favorit markieren. Okay. So, dann sind wir damit fertig. Jetzt haben wir noch mehr Wumme dran gebaut. Das geht noch hier mit der Energie, denke ich. Ingenieure 2, aber ich glaube, das ist alles erst noch im Rahmen, ne? Oder? So, können wir da raus. Jetzt haben wir hier ganz viele Zielvorrichtungen vor uns, die irgendwo hinzielen. Jetzt zielen sie alle geradeaus. Gut. So, und damit haben wir das Schiff so weit fertig umgebaut, dass wir dann Ziel auf diese Mission gehen könnten. Warte mal, was steht da? Mission, Notruf, okay. Können wir mal reingucken, was da los ist. Und dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, dass wir dort uns wiederfinden, indem wir da schauen, wer da vor der Tür steht. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.